Mehr Unabhängigkeit von China. Mit dem Thema hat sich heute die EU-Kommission befasst und eine wirtschaftliche Sicherheitsstrategie vorgestellt. Krisen wie die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg hätten deutlich gemacht, wie riskant wirtschaftliche Abhängigkeit sein kann, beispielsweise für die Energieversorgung. Deshalb drängt die EU mit der neuen Strategie auf eine stärkere Unabhängigkeit von einzelnen großen Handelspartnern. Laptops, Mobiltelefone oder Medizinprodukte. Ohne China läuft in Europa wenig. Viele wichtige Alltagsprodukte in der EU stammen aus China. Die Abhängigkeit auch bei vielen Rohstoffen ist enorm. Spätestens seit Russland den Gashahn weitgehend zugedreht und Europa an den Rand einer Energiekrise getrieben hat, will die EU ihre Risiken reduzieren. Wir haben kritisch auf unsere Abhängigkeiten geschaut. Computerchips, saubere Technologien, kritische Rohstoffe, veränderte Risiken. Wir brauchen eine strategische Vorstellung davon, wie wir damit umgehen. Die Kommission fordert nun eine Risikobewertung zur wirtschaftlichen Sicherheit in der EU. Eine Liste kritischer Technologien soll erstellt werden, etwa zur Infrastruktur oder Energieprojekten. Risiken durch europäische Investitionen, insbesondere in China, sollen geprüft werden. Zudem soll es eine strenge Ausfuhrkontrolle von Produkten geben, die auch militärisch genutzt werden können. Die Forderungen gelten zwar allgemein, sind aber vor allem auf China gerichtet. Die Sorge, das Land könnte europäische Abhängigkeit als Waffe einsetzen. Wenn wir nicht zusammenhandeln, sind wir ein Spielplatz. Wenn wir zusammenhandeln, sind wir ein Spieler. Europa braucht eine gemeinsame Strategie, um seine Stärke auszubauen. Jene Stärke, die man braucht, um ein globaler Spieler zu sein. Das kann durchaus auch als Kritik an Deutschland verstanden werden, Gespräche mit China allein zu führen, statt auf europäischer Ebene. Ende des Monats will der EU-Gipfel über die künftige Strategie beraten.